Warte mal. Wir können hier rein. Da waren wir noch nicht drin, glaube ich. Ich habe deinen Kanal noch nie gesehen. Warum bekomme ich hier ein Mitglied geschenkt? Ich habe deinen Kanal noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Deswegen bekommst du eine Mitgliedschaft geschenkt, weil du noch nie hier warst. So werben wir Leute. Nee, ich bin mir auch nicht sicher, warum das immer einfach so bam an andere Leute geht, aber eigentlich nicht schlecht. Zufallsgenerator, ja. Eigentlich nicht schlecht. So, hier bräuchte man theoretisch jetzt auch eine Bombe. Also ich kann hier bestimmt ganz random irgendwie reinkommen. Ich muss, glaube ich, hier auch den Wasserstand ändern. Oh, ist das ein Shortcut? Das sieht mir nach einem Shortcut aus. Ah, lol. Jo, Tür geht auf. Toller Shortcut, danke. Danke für nix. Okay. Okay. Wie machen wir das, Leute? Also. Was haben wir für Möglichkeiten? Sorry, guck kein Zelda. Hey, kein Problem. Alles gut. Vielleicht guckst du ja Paper Mario. So. Doch, gerade. Du guckst doch gerade Zelda. Guckst gerade Zelda. Hä? Wir wissen gar nicht, was du meinst. Mach bitte noch bis 9 weiter. Naja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Weiß gar nicht, was ihr habt. Wir haben doch noch über 10 Minuten. Okay, hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht drin. Nee. Warte mal. Ah. Sag mal. Hey, Alcazar möchte drehen. Habe ich gerade nebenbei gelesen. Okay, und Herzchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, kann. Ist schaffbar, aber eklig. Ist schaffbar, aber eklig. Okay. Was passiert denn hier? Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade Was ist gerade passiert? Das ist jetzt schlecht. Guck mal. Zack. Lülü, endlich. Das wolltet ihr die ganze Zeit nur. Ich weiß es genau. Okay, also. Wir haben ganz wenig Zeit dafür. Um diese Kiste zu öffnen. Ist mies, ja. Das stimmt zwar, Reike, aber ist trotzdem möglich. Ist halt einfach so. Das kriegt man trotzdem hin. Theoretisch bräuchte ich jetzt wieder halt eine Krabbelmine, ne? Mal so. Ah ne, warte mal, mit dem Bogen geht's natürlich auch easy. Klar, warum? Warum eine Krabbelmine verschwenden? Das geht doch auch easy mit dem Bogen. Zack. Let's go. Gott sei Dank kriegen wir noch einen Schlüssel. Oh, schön. Ich dachte schon, wir stecken jetzt irgendwie fest oder so, aber nein. Ist da was drinne? Gar nichts drinne. Brauche ich das für was anderes vielleicht? Fünf Minuten für die Galerie. Welche Galerie? Was? Okay, wir haben 9 Schlüssel. Wir haben halt hier noch, gell? Theoretisch. Der Typ, der hier einfach rumschwimmt. Theoretisch, wenn wir den Wasserstand komplett rausmachen, ne? Und dann hier runterspringen,
Könnten wir da bestimmt auch einiges tun. Hier ist auf jeden Fall auch eine Tür, wenn ich auf den mittleren Stand bringen könnte. Könnte ich da auf jeden Fall auch noch was machen. Okay, warte. Ich schwimme mal kurz nach oben. Zack. Ich schwimme wieder runter. Das ist Skuldi. Ah, eine Skuldi. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz den... Wasserstand wieder resetten. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Eieiei, so, die Schatzkiste müssen wir uns auch noch irgendwie holen. Wie mache ich denn das am besten? Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Ich kann halt keine Truhen unter Wasser aufmachen, zumindest keine großen. Dann habe ich mal 5 Minuten verpasst. Ich habe 40 Minuten verpasst, Kevin. Mindestens 40 habe ich verpasst. So. Ah. Lululu. So. Wisst ihr, dass das überhaupt kein erfolgreicher Stream war eigentlich? Also wir haben... Wow. Wir haben halt gefühlt nichts geschafft. Wir haben so einen Feuertempel angefangen, haben gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um in den Feuertempel überhaupt reinzukommen. Da sind wir dann nicht weitergekommen, weil wir wahrscheinlich einen Hammer brauchen. Wahrscheinlich. Wir müssen den Wasserstand auf Stufe 2 haben. Ja, irgendwie muss ich das hinbekommen. Erstmal hole ich mir die Skuldi. Warte mal, wo sind die? Die war doch hier irgendwo. Ah, da komme ich nicht ran. Brauche ich da den Longshot etwa? Ah ne, es geht, oder? Ja. Geil. 61. Der Jeansrichter. Der ist gut. Also, ich würde... Ja, war so lustig. Ja, okay, gut. Ja, gut, das ist ja das, was ich eigentlich möchte, ne? Ich möchte euch unterhalten, das ist mein Hauptziel. Aber so rein vom Spiel her war das gar nicht erfolgreich. Wir haben echt wenig geschafft. Oh Gott, kommst du denn her, mein Freund? Hm, wo kommst du her? So. Hier kriegen wir normalerweise ja das Ding auf Stufe 2. Ich finde auch, dass er lustig und damit erfolgreich war. Okay, alles klar, ihr habt gewonnen. So, dann bringen wir den mal auf Stufe 2 hier, den Wasserstand. Du, du, du. Nee, ich hab eure 40 Minuten übersehen, Gogando. Ich habe eure 40 Minuten übersehen. Nicht extra Minuten. Du darfst doch gerne noch so lange weiterspielen, bis du ihn als erfolgreich empfindest. Okay. Die Unterhaltung war echt gut heute. Mir gefällt das Stream auch. Super, Leute. Danke. Danke für das tolle Feedback. Okay, ich glaube, hier komme ich jetzt aber nicht weiter. Entweder brauche ich den Longshot. Okay. Wir können unten nochmal reingucken. Boah, auf Zimtschnecken hätte ich auch Bock. Jetzt ein paar geile Zimtschnecken. Mm. So richtig schön frisch aus dem Ofen. Richtig schön warm und knusprig noch. Boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Habt ihr schon mal in Norwegen Zimtschnecken gegessen? Die sind auch richtig geil. Also ist ja eigentlich so das Land, wo das herkommt. Oh, jetzt muss ich auf Zeit ballern. Das kann in die Hose gehen. Oh Gott. Ich war noch nie in Norwegen, darum nein. Kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, Norwegen ist ein super, super Reiseziel. Also wenn ihr gerne wandert und sowas macht, wandern, geil, geile Landschaft, schöne Luft. Oh nein. Jetzt wird's knapp.
Es ist möglich, Leute. Es ist möglich, ne? Als nächstes bin ich erstmal in Spanien. Was muss man da probieren? Ja, Tapas. Let's go, Tapas. Ja, Tapas ist ja alles, ne, gefühlt. Wohin gehst du genau in Spanien? Hm. Ja, Tapas ist super, ne? Tapas ist richtig geiles Essen. So. Costa de Sol. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da war ich auch schon. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, da... Also entweder brauchen wir da den hohen Wasserstand. Aber ich weiß auch nicht, was hier noch ist. Was soll denn hier eigentlich noch sein? Meint ihr, hier liegt irgendwo noch was rum? Weil eigentlich, ich sehe hier halt nichts von oben. Theoretisch ist hier nichts. Theoretisch. Keine Ahnung. Okay, gehen wir erstmal raus. So, und hier war doch jetzt der Abschnitt, oder? Oder war das der andere? I'm not sure. Nee, das, da war ich schon. Richtig spanisch frische Oliven schmecken da ganz anders als die hier gekauften. Okay, wir können hier rein. Da drüben können wir halt auch rein. Den ganz tollen Tipps bekomme ich Hunger. Ich habe auch mega Hunger gerade. Bei mir gibt es heute noch Sushi. Teriyaki. Mit Hühnchen und Teriyaki-Soße. In der Hoffnung, dass es reicht. Alter, was? Einfach nur so ein Ventilator? Interessant. Oh nein. Vergiss nicht die Truhe, die du... Ja, okay, stimmt. Hast recht. Da müssen wir auch noch hin. Nein! Okay, okay. Mach Mund auf. Okay, den Hammer. Pfeile, 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 Pfeile. Und hier einmal die Bombe noch hinsetzen. Okay, und nochmal zwei Gegner. Und vielleicht noch eine Schlüsseltruhe. Hallo? Zack. Zack. Wunderbar. Jawohl, noch ein Schlüssel. Ah, schön. Läuft ganz gut aktuell, ne? Finde schon. So, hier geht's dann nach oben wieder raus. Muss ich aber theoretisch nicht lang. Ich hole mir jetzt erstmal noch schnell die Truhe, Leute. So, und zwar, wo waren die? Wir haben gerade nicht so viele Herzen, ne, deswegen. Ah, guck mal. Ich kann cheaten. Jetzt nicht mehr, schade. Keine Sorge, ich hole die Truhe jetzt, Jens. Keine Sorge, wird gemacht. Oh, Serrano ist auch so geil. Oh, Serrano ist so gut. So, was wird da drin sein? Karte, Kompass oder doch vielleicht ein Item? Der Kompass. Okay, das ist nicht schlecht. Kompass ist nicht schlecht, weil so kriegen wir auf jeden Fall ein paar Schatzkisten, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Oh Gott, hier gibt es ganz viele. Okay, wir waren da noch nicht überall. Schauen wir mal. So, let's go. Weiter geht's. Jetzt sind es noch 5 Minütchen oder 10. Lieber ein Kompass als ein Mumbo-Schädel. Ja, das stimmt wohl. Okay.
So. Ich bekomme gerade richtig Hunger. Ja, ich auch. Okay, gehen wir mal hier rein. Ah, okay, ist der Raum. So, was passiert, wenn ich da drauf gehe? Das Gitter geht auf, da kommen jetzt Gegner runter, wetten? Kommt runter, Leute. So. Erstes Down. Und? Kommst du auch runter? Mein Freund? Er hat es leider nicht geschafft. Jetzt aber, komm. Okay, das ist wild. Ich kann keine Geschenke annehmen, weil mein Konto mit keinem Brand-Konto verknüpft ist. Wenn ich das aber aufrufe, sagt mein vorhandener Brand-Konto, dass mein Konto damit verknüpft ist. Das klingt auch sehr kompliziert irgendwie. Wie lösen wir das jetzt, das Problemchen, Laura? Technik, die begeistert. Was ist denn ein Brand-Konto? Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich kann mich hochziehen. Jo, hat geklappt. Irgendwie. Okay. Ah, okay, dann kommen wir hier wieder hoch. Verstehe. Was haben wir denn jetzt noch? Unten sind wir komplett durch. In der Mitte sind wir auch komplett durch. Ne? Wir haben jetzt nur noch oben, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch die... Ja, wir sind nur noch oben. Müssen wir unterwegs sein. Cool. Wie erkläre ich das jetzt eigentlich? Dein Konto, was du gerade benutzt oder so? Ehrlich gesagt, habe ich es kaum verstanden. Blöd, dass man nicht direkt auswählen kann, wer die Mitgliedschaft erhält. Das wäre irgendwie ganz cool. So, hier kann man doch bestimmt direkt zum Boss gehen, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass es da direkt zum Boss geht. Ist ja normalerweise auch so. Aber wir müssen... Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal hier lang. Ne? Wir machen erstmal das Optionale weiterhin. Also... Wir wollen ja auch noch ein Dungeon-Item haben. Deswegen hier lang. So. Und das ist jetzt halt ein ekliger Abschnitt. Bestimmt. 100 Pro. Das ist ein ekliger Abschnitt. Der ist ja so schon eklig. Und jetzt ist der bestimmt nochmal ekliger geworden. Also, wir haben da ein Auge. Miniboss kommt auch noch, genau. So, wir haben da ein Auge. Was macht denn das Auge? Auge macht direkt die Tür auf und dann haben wir da noch ein Auge. Was macht das andere Auge? Shit, das kann ich so gar nicht abschießen. Okay, wir haben ein Auge, das macht die Tür auf. So, das heißt, boah, wir müssen uns hier hochziehen, müssen auf einen relativ guten Punkt landen, müssen das Auge abschießen, müssen uns da hochziehen und dann müssen wir uns da ranziehen. Also richtig alles auf Zeit. Wird eklig. Wird richtig eklig. So. Ich ziehe erstmal so hoch ich kann. Jetzt schnell das Auge. Komm, ich will die Animation nicht. Zack. Nein! Ah, oh, so knapp. Hier kann ich das Auge nicht abschießen, ne? Nee, das geht nicht. Mann.
Okay. Okay, ich habe einmal daneben geschossen, das war das Problem jetzt. Blöde Animation. Ah, jawohl. Und das macht bestimmt auch einfach wieder auf, oder? Okay, damit man wieder rauskommt. Logisch. Okay, alles klar. Ach du Scheiße, ist hier schon wieder los. Ach ja, diese Stelle ist gemein. Ich weiß noch, wie du dich allein in Banjo und Kazooie... Ja, als ich da gestorben bin, Alter, das war Hölle. Okay. Wie geht's, Alter Junge? Dankeschön. Warum ist da so ein Block? Blaues Eis. Also, blaues Eis. Rotes Eis. Ja. Blaues Feuer. Das ist doch schon wieder so ein crazy Raum, ey. Was ist denn hier los? Menno. Das ist ein Schalter. Das ist ein... Was? Was gerade passiert? Und das sind ganz viele Feen. Kann ich mir da eine holen? Kommt mal her, meine Lieben. Boah, schön! Ey, das Spiel, es ist so arschgemein, aber es ist auch so fair, ganz ehrlich. Kann man nicht anders sagen. Warum? Okay. So, zack. Ah ja, ja. Alles klar. Haha, du kannst mir gar nichts. Aber ich kann auch nichts. Mann, warum dauert denn das so ewig? So. Mensch! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ich will dich nicht! So, und jetzt? Jetzt zieh ich mich da hoch. So. Ah, okay. Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Vielleicht, keine Ahnung. So, jetzt bin ich hier. Was macht man hier? Da mal eine Kiste. Oh nein. Ich muss diese Kiste irgendwie darüber bringen. Das ist der Plan. Oh Gott. Ich hasse den Raum jetzt schon. Okay, und dann geht wahrscheinlich, dann gehen die Dinger vielleicht hoch. Das könnte sein. Okay. Okay, okay. Irgendwie machen wir das. Die Frage ist jetzt halt... Hä? Habt ihr eine Idee? Wir haben jetzt hier die Kiste. Okay. Die Kiste kann ich ja nicht irgendwie ranziehen oder sonstiges, ne? Das geht ja alles nicht. Streamende nach dem Raum, Zelda, Junge. Und danke für die Erinnerung. Ich muss erst mal überlegen, wie wir den Raum beenden. Ich habe noch keine Idee. Die. Das, was mit dem Block hier zu tun hat. Ich meine, wir haben jetzt halt kein magisches Feuer, ne? Wir haben aktuell, oder? Ne, wir haben kein blaues Feuer. Wir kommen aktuell auch nicht wieder da. Ne, wir kommen aktuell auch nicht wieder dahin zurück. Wenn ich mit der Kiste ins Wasser springe, ist die Kiste, glaube ich, auch kaputt, oder? Ja.
Kiste geht kaputt, okay. Das heißt, das hier... Das hier ist wahrscheinlich auch zum Resetten da, oder? Das ist einfach zum Resetten da. Deswegen gibt es hier auch unendlich Feen. Und das hier... lässt alles nach oben fahren. Und dann wieder runter. Ich weiß halt nicht. Kann sein, dass ich blaues Feuer brauche. Hä, warte mal. Jetzt hat sich alles geändert. Guck mal. Jetzt sind die Dinge anders. Jedes Mal, wenn ich auf den Schalter drücke... Nee, nicht jedes Mal. Hä, warum sind die Dinger jetzt anders? Die Dinger sind jetzt anders, guck mal. Die stehen jetzt ganz anders. Warum? Die sind jetzt anders. Vorhin waren die weiter unten. Jetzt sind die anders. Das verstehe, wer will. So, tschüss, mein Freund. Okay, einmal hier rüber. So. Jetzt, hey, jetzt ist doch voll easy. Ich verstehe noch nicht, warum das jetzt passiert ist. Wegen dem blauen Schalter? I don't know. I don't get it. Let's go. Zack. Zack. Okay. Gehst du drauf? Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, komisch, oder? Jetzt stellt euch mal vor, hier im Wassertempel wäre eine Musik wie im Randomizer Schießbude. Ja, das wäre lecker. Und das die ganze Zeit. So. Muss ich einen Rückwärtssalto machen? Nö. Jetzt komme ich trotzdem nicht weiter. Geschafft, egal wie. Noch ist nicht geschafft, Leute. Ich weiß gerade nicht, wie ich weiterkomme. Hä? Alles klar, okay. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, Leute. Fragt mich nicht. Nein! Mein Schild! Mein Schild! Geh weg. Okay, Leute. Macht Daumen hoch, wenn ihr noch den Schatten links sehen wollt. Macht Daumen hoch, wenn ihr noch den Schatten links sehen wollt. Dann machen wir noch. Weil hier Icon, ne? Icon ist cool. Let's go! Daumen hoch für den Schattenlink! Das sind wenig Däumchen. Das sind so wenig Däumchen. Ich sehe keine Däumchen. Ich sehe zu wenig Däumchen. Jawohl, da kommen sie. Dafür habe ich mir das nämlich hier aufgehoben, Leute. Dafür habe ich es mir aufgehoben. Dafür habe ich mir das Ding aufgehoben, Leute. Jetzt war man kalt. Komm her, mein Freund. Was? Was? Dafür habe ich es mir aufgehoben, das Ding. Erster Schlag gegen Baum und kaputt. Was für ein Scheiß, nein. Toll. Hä, das hält doch normalerweise 100 Schläge, oder? Mann, was für ein Pech.
Komm her, mein Freund. Du kriegst jetzt auf den Sack. Okay, warte mal, wie war denn das? Man soll ihn, glaube ich, nicht anvisieren und dann einfach so... Der hatte irgendwie eine easy Mikrofon-Sperre auf Busch bestellt. Jetzt haben wir ihn. 7 oder 8 Schläge für das Fake Mikrofon-Schwert. 7 oder 8? Das war doch früher nicht so. Du. Ich habe immer drauf gezügelt, hat irgendwie geklappt. Mit dem Begronenschwert ist halt so viel einfacher, weil der da andere Settings hat. Okay, gut. Wir haben noch eine Fähigkeit, keine Sorge, Leute. Aber das klappt auch. In 90% der Fällen. Hammer klappt auch. Hammer leider nicht. Hammer leider nicht. Mist, daneben. Die Sau. Aber wir haben noch eine Fee. Tudelü. Geilo. Wir wollen alle, dass Laura Mitglied wird. Kein Hammer-Time. Nee, wir haben leider keinen Hammer, wie gesagt. Bam. Mit Bigoron-Schwert ist der halt so viel einfacher. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Hammer. Was? Hammer haben wir nicht. Oh Gott. So, Leute. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ich will meinen Schatz! Ich will meinen Schatz! Na toll! Hä? Was ist denn das schon wieder? Nee, gilt nicht als tot. Wenn ich eine Fee habe, gilt es nicht als tot. Da oben ist einfach eine Skuldi drauf. Hast du die Titanhandschuhe? Nee, die... Ach so. Brauche ich die Titanhandschuhe? Das kann sein, dass ich die mit den großen Handschuhen verschieben kann. Ich hätte eigentlich gedacht, hier kriege ich die. Aber ich kriege die ja gar nicht. Lol. Heißt das, ich muss später nochmal wiederkommen? Okay, Leute, dann gucken wir mal am nächsten... Ach so, dann muss ich das ja nochmal... Dann muss ich diesen Käse nochmal machen, ne? So. Erstmal raus hier. Zack. Okay, vielleicht, wie gesagt, müssen wir den Boss erst machen. Vielleicht bekommen wir da irgendwo... Keine Ahnung. Irgendwo müssen wir ja noch was bekommen. Ne? Und der Jens hat ja schon durchblicken lassen, dass wir hier irgendwo die Titanhandschuhe bekommen könnten. Dementsprechend müssen wir mal gucken. Wie beim nächsten Part oder nächsten Stream verfahren. Ja, dann müssen wir das alles nochmal machen. Das ist ja eklig. Und das alles nur für eine Skulti. Glaube ich. Möglich. I don't know. Auf jeden Fall eklig. Ah, ich bin doof, ne? Ich hätte... Oh Gott. Ah.
Nein! Okay, warte, warte, warte. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich doch hier bin. Ich werde mal hier an dieser Stelle... Ich werde mal hier an der Stelle den hier machen. Ich hoffe, es geht. Ne, ich habe zu wenig Mana. Dann... Ich schluck mal meinen Mana-Saft. Das grüne Zeug. Bedanke mich bei mir selber, dass ich zahlreich erschienen bin und freue mich auf den nächsten Stream. Geil. Ich mache hier mal, ne, als Vorsorge. Ne? Guten Abend, das ist der Wassertempel. Wie lange geht der Stream noch? Jetzt ist er vorbei. Tut mir leid, Björk. Leider jetzt, genau in dem Moment, ist der Stream vorbei. Tut mir leid, beim nächsten Mal. Aber wir haben heute schon fast 3 Stunden gestreamt, also ordentlich Überlänge gemacht. Beim nächsten Mal kannst du wieder voll mit durchstarten. So, wir machen hier auf jeden Fall unseren Teleporter hin. Im nächsten Part müssen wir dann ein bisschen Backtracking machen und dann gucken wir mal, dass wir uns vielleicht wieder hierher teleportieren können. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Gut, ja, ich bedanke mich für euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid, wie eben schon gesagt wurde. Bedanke mich für diese zahlreichen Spenden, also das waren heute übertrieben viele Leute. Alter, ihr habt so wieder komplett übertrieben. Wie gesagt, ich brauche das nicht, aber ich bedanke mich so sehr, dass ihr das macht. Wunderbar, ich danke euch. Und, ja, nächste Woche, 18 Uhr, sind wir wieder am Start, denke ich. Und, ne, Samstag geht's wieder los. Auch die Leute, die auf YouTube noch nachgucken wollen, kommt gerne auch mal zum Stream vorbei. Zeldazocker, hi. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und euch allen einen wunderschönen Abend, ein schönes Restwochenende und dann hoffentlich eine schöne nächste Woche, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Tschüssi.